Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Ist doch klar, durch die Niederlage in Ingolstadt hat sich die Situation natürlich verschärft und versteht sich von selbst, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Punkt. Deshalb ist es ein Schlüsselspiel. Jeder weiß, wie Darmstadt funktioniert, ja, durch kämpferische Sachen, durch Keiligkeit oder Teamgeist. Und dann genauso müssen wir nicht, mindestens nicht weniger machen. Ich glaube, jeder hat diese Mannschaft schon beobachtet, ja, durch Kraft, durch Teamgeist, Landschaft, dass die Sache, was man kämpfen um sein Leben, genauso wie Werder Bremen letzte Jahre, dass es zeigt, dass es man kann auch Fußball spielen oder funktioniert ohne große Geld und deswegen ja einfach sympathisch diese Mannschaft kann man überschreiben, ja. Aber jetzt momentan, die sind unsere richtige Konkurrentin für Überleben und das wollen wir unbedingt diese Mannschaft schlagen. Ja, ich erwarte Darmstadt so wie sie die ganze Saison gespielt haben. Teilweise sehr aggressiv und weit vorne, teilweise ganz weit hinten und das Tor verteidigen. Die sind eine sehr kompakte Truppe, die auch gefühlt sehr als Mannschaft auftreten und die sind sehr schwer zu spielen, aber wir werden unseres dafür tun, dass wir die Chancen bekommen, um die Tore zu schießen und dann dann müssen wir natürlich hinten auch gucken, dass wir nicht so einfache Gegentore kassieren wie in den letzten Spielen. Die sind gut in der Auswahl, aber auch schlagbar, weißt du. Und, ich hoffe, dass wir an diesem Tag alles richtig machen, zu gewinnen. Die haben gut gemacht, auch in Bayern, haben nicht so viel Gegentor. Also, ich glaube, das macht nicht so viel Unterschied. Bei uns, wir schauen nur an uns und nur an unsere Stärken und was wir können machen.